Es geht weiter mit den Flugzeugtypen und beim letzten Mal war eine Boeing dran, die Boeing 757, deswegen steht jetzt wieder ein Flugzeug des europäischen Flugzeugbauers Airbus auf der Liste. Das ist in diesem Fall der Airbus A380 und wir unterhalten uns jetzt also mal ein bisschen ausführlicher über das größte Passagierflugzeug der Welt. Und da gibt es bestimmt den einen oder anderen sehr interessanten, beeindruckenden Fakt, den so nur der A380 liefern kann. In diesem Sinne, ich freue mich drauf, viel Spaß bei dem Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und so viel haben wir jetzt also schon mal vorweggenommen. Der Airbus A380 ist gemessen an wahrscheinlich ziemlich vielen Dingen, aber vor allem an der maximal möglichen Passagierkapazität das größte Verkehrsflugzeug der Welt. Allein dadurch ist dieses ganze A380-Thema natürlich ein extrem prestigeträchtiges Projekt. Aber gehen wir mal zurück auf Anfang. Wer die Videos aus dieser Reihe schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass der Gedanke von einem Flugzeug mit nochmals erhöhter Passagierkapazität, möglich gemacht durch zwei aufeinander gestapelte Passagierdecks, dass dieser Gedanke schon seit Jahrzehnten eigentlich bei den Flugzeugbauern durch den Kopf schwirrt. Sogar die erste Designidee der Boeing 747, also die erste Designidee des Jumbo Jets in den 60er Jahren, die deutet schon mal darauf hin, was da womöglich in den nächsten Jahren noch kommen wird. In den 80er Jahren hatte die 747 dann ihre Hochzeit. Man kann da sagen, was man will. Die 747 hat die Passagierfliegerei da schon irgendwie revolutioniert. Und der Gedanke, der hinter einem so großen Flugzeug steckt, der ist ja aber auch total logisch. Das Flugzeug wird durch seine Größe effizient. In der Zeit war ja gerade noch Überschallfliegerei das hochinteressante Thema auf dem Weg in die Zukunft. Aber die 747 war natürlich langsamer als ein Überschallflugzeug, konnte dafür wieder beim Treibstoffverbrauch punkten. Wenn es da um den Treibstoffverbrauch pro Passagier auf einer gewissen zurückgelegten Flugstrecke, zum Beispiel eben 100 Kilometern geht, dann konnte man die 747 ungefähr dreimal effizienter betreiben als eine Concorde. Das ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, das Prinzip hinter der 747, das leuchtet ein und das ist auch jedem klar. Und der Erfolg gibt dem Flugzeugtypen natürlich irgendwo auch recht. Tja, und in Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Menschen auf der ganzen Welt Jahr für Jahr ins Flugzeug steigen, dann kann ja ein noch größeres Flugzeug, gebaut aus moderneren Materialien mit noch effizienteren Triebwerken, das kann dann ja nur die perfekte Lösung für die Zukunft sein. Und von diesem Standpunkt aus optimistisch in die Zukunft geblickt, kann man davon ausgehen, dass ein noch moderneres, noch größeres Flugzeug sich mindestens so oft verkaufen lässt wie die Boeing 747 in den vergangenen 20, 30 Jahren. Tja, und dann kam McDonnell Douglas mit der ersten Idee um die Ecke von einem solchen Doppeldecker, von einem noch größeren Flugzeug. In diesem Entwurf ging es dann um die sogenannte MD-12, ein Flugzeug mit zwei durchgehenden Passagierdecks mit einer Kapazität von ungefähr 500 Sitzplätzen. Auch die Russen lieferten dann noch ein paar Entwürfe, allerdings wurde nie irgendwas davon wirklich konkreter und keiner dieser Pläne wurde umgesetzt. Der europäische Flugzeugbauer Airbus aber konkretisierte seine Vorstellung von einem solchen Flugzeug bis zur Jahrtausendwende immer weiter und sah darin in diesem, wie eben schon erwähnt, prestigeträchtigen Projekt sicherlich auch die Chance, endlich zu einem dem amerikanischen Flugzeughersteller Boeing ebenbürtigen Flugzeughersteller aufzusteigen. Nach knapp 50 eingesammelten Absichtserklärungen verschiedener Fluggesellschaften begann Airbus dann im Jahre 2001 ganz offiziell mit der Entwicklung des A380, das Ganze damals noch unter dem Projektnamen A3XX. Um die Idee hinter dem Airbus A380 zu verstehen, sollte man vielleicht irgendwann mal was von Hub and Spoke oder Point to Point gehört haben. Das sind einfach Begriffe, die ein gewisses System oder eine gewisse Strategie beschreiben und das lässt sich auch eigentlich auf alles Mögliche anwenden. Zum Beispiel Datenströme in irgendeinem Computersystem oder halt eben aufs Transportwesen und damit auch auf die Luftfahrt. In unserem Beispiel bedeutet Hub and Spoke jetzt nichts anderes, als dass Punkt A und Punkt B nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern über einen sogenannten Knotenpunkt verbunden werden. Nur als Beispiel, Punkt A ist in diesem Fall Hamburg, Punkt B ist Washington und ich möchte als Passagier von Hamburg nach Washington, aber einen Direktflug gibt es nicht, weil sich das schlicht und einfach nicht lohnen würde. Also fliege ich von Hamburg erst einmal nach London, von London nach New York und von New York weiter nach Washington. Das bedeutet, Punkt A und Punkt B sind hier über zwei Knotenpunkte miteinander verbunden, beziehungsweise über zwei Drehkreuze. Und die Drehkreuze sind halt eben der Flughafen in London und der Flughafen in New York. Und für diese Strecken zwischen diesen beiden Drehkreuzen, da sieht man das Potenzial von großen Flugzeugen, wie zum Beispiel dem A380 oder der Boeing 747. Auf genau solchen Strecken sollen Flugzeuge eingesetzt werden, die durch ihre schiere Größe effizient werden. Im Falle des A380 möchte man damit Kerosinverbräuche von unter 3 Litern pro Passagier pro 100 geflogenen Kilometern erreichen. Das kann man generell so ein bisschen als Grenze nehmen, diese 3 Liter Kerosinverbrauch pro Passagier pro 100 geflogenen Kilometern.
Das beschreibt die Grenze zu dem Bereich, wo man gerne hin möchte mit dem Verbrauch. Der Trend geht heutzutage in der zivilen Luftfahrt aber viel mehr zur sogenannten Point-to-Point-Strategie. Also es geht um Direktflüge mit kleineren Flugzeugen, die aufgrund ihrer modernen Bauweise und ihrer modernen Technologie trotzdem Verbräuche unter 3 Litern pro Passagier pro 100 Kilometer hinbekommen. Aber das ist ein anderes Thema und dazu später nochmal mehr. Airbus machte sich nun Anfang der 2000er Jahre ganz konkret an die Entwicklung des Airbus A380 und nutzte dafür das Potenzial der sogenannten 80x80 Meter Box komplett aus. Diese 80x80 Meter Box beschreibt quasi das Maximum an Länge und Spannweite, was ein ziviles Flugzeug heutzutage haben kann. Denn wenn ein Flugzeug noch größer wird, dann gibt es auch an den größten internationalen Flughäfen Probleme. Die Infrastruktur ist einfach nicht für größere Flugzeuge ausgelegt und das wird auch erst einmal so bleiben. Und deswegen ergibt zumindest zum aktuellen Zeitpunkt in der zivilen Luftfahrt, also da, wo es darum geht, Passagiere von einem Ort zum nächsten zu bringen, ein noch größeres Flugzeug keinen Sinn. Aber jetzt denkt ihr euch vielleicht, für den A380 musste doch an so vielen Flughäfen so viel umgebaut werden. Also gab es ja doch Probleme, obwohl das Flugzeug in diese 80x80 Meter Box passt. Es stimmt nicht ganz, es musste zwar viel umgebaut werden, auch an großen internationalen Flughäfen, aber diese Umbaumaßnahmen hat man nicht gemacht, weil es anders nicht funktionieren würde, sprich, weil das Flugzeug nicht auf die ganz normalen, in Anführungszeichen, Parkplätze passen würde, sondern dieser Umbau fand hauptsächlich in Form von übereinander gestapelten Fluggastbrücken statt. Und somit hat man die Abfertigung des A380 nicht erst möglich gemacht, sondern man hat das Ganze optimiert. Das Ganze würde natürlich auch ohne diese etwas kompliziert aussehenden Fluggastbrückenkonstruktionen funktionieren, aber es wäre dann etwas umständlich und würde natürlich sehr lange dauern, denn man muss sich nur mal vorstellen, wenn da jetzt etwas mehr als 600 Passagiere aus dem Flugzeug raus müssen, neue etwas mehr als 600 Passagiere müssen rein, das über ein oder zwei Fluggastbrücken unten am Hauptdeck, das würde ziemlich lange dauern. Aus dem Grund nutzt man die Tatsache, dass der A380 zwei Decks hat, einfach indem man auch über zwei Etagen einsteigen lässt und das Ganze somit viel angenehmer über die Bühne geht. Das Alleinstellungsmerkmal des Airbus A380 sind dabei natürlich die drei komplett durch den Flieger durchgehenden Decks. Zwei davon sind komplett nutzbar für Passagiere, eins davon für Fracht. Und der größte Unterschied zur Boeing 747 besteht eben darin, dass das Oberdeck kein aufgesetztes Oberdeck in diesem Sinne ist, sondern der A380-Rumpf ist einfach so riesig gestaltet, dass da zwei Decks vernünftig reinpassen. Das heißt, unten im Hauptdeck des A380 können bis zu 10 Passagiere in einer Reihe nebeneinander sitzen, also wie im Hauptdeck der 747 auch. Wenn man das als Fluggesellschaft unbedingt möchte, können in einem Airbus A380 übrigens mittlerweile auch 11 Leute in einer Reihe sitzen. Das wäre dann eine 3-5-3 Konfiguration, aber ich glaube, das hat im Moment noch keine Fluggesellschaft so. Das ist auch gut so. Im Oberdeck des A380 sind dann aber aufgrund seiner Bauform immer noch 8 Sitze pro Reihe möglich, also zum Beispiel in einer 2-4-2 Konfiguration, und damit gehen da oben 2 Sitze mehr rein pro Reihe als bei einer Boeing 747. Ansonsten müssen wir zum Innenraum des Airbus A380, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Das Cockpit bietet natürlich das, was in dieser Zeit möglich war. Es ist sehr modern, es bietet wahnsinnig viel Platz, und mit dem A380 kam zum Beispiel die sogenannte BTV-Funktion, die Brake-to-Vacate-Funktion, wo der A380 automatisch bis zu dem vom Piloten ausgesuchten Rollweg auf eine gewisse Geschwindigkeit abbremst und so das Bremsen nach der Landung sehr effizient gestaltet. Außerdem ist in dem Cockpit natürlich alles so gebaut, dass es ohne weitere Umrüstung als papierloses Cockpit funktionieren kann. Das ist aber, glaube ich, alles gar nicht so wahnsinnig spannend. Es ist halt alles schick, schön, modern und neu, und es ist beim A380 nun mal alles ein bisschen größer als bei anderen Flugzeugen und alles etwas geräumiger. Wirklich interessant sind wahrscheinlich die von außen ganz offensichtlichen Dinge, die Airbus da auf eine beeindruckende Art und Weise am 27. April 2005 das erste Mal in die Luft gebracht hat, in Form des A380, weil da sind sehr viele Dinge wirklich sehr beeindruckend. Klar, das Flugzeug ist wirklich riesig, knapp 73 Meter lang, knapp 80 Meter Spannweite. Wie gesagt, man bewegt sich da in dieser 80x80 Meter Box und nutzt die ziemlich ordentlich aus. Und das Flugzeug hat 4 Triebwerke. 4 Rolls-Royce Trent 900 Triebwerke waren das da am Tage des Erstfluges. Eine von 2 Triebwerksoptionen für den A380. Diese Triebwerke haben einen Ferndurchmesser von 2,95 Meter und liefern je maximal 340 kN Schub. Damit sind die Triebwerke, nur um hier mal ein paar beeindruckende Vergleichszahlen aufzustellen, damit sind die Triebwerke gut 30 cm größer als die der 747-8. Und sie sind pro Triebwerk auch knapp 50 kN stärker als die der 747-8. Aber der A380 darf beim Start auch deutlich schwerer sein als der Jumbo. Ziemlich unfassbare 569 Tonnen sind mit dem A380 möglich. Damit darf der beim Start 122 Tonnen schwerer sein als die 747-8. Nur um diese Zahlen nochmal etwas besser zu verdeutlichen. Das bedeutet, ein vollbeladener Airbus A380 wiegt beim Start
eine voll beladene Boeing 757-300 und das ist wirklich kein kleines Flugzeug, mehr als eine voll beladene 747-8. Damit ist dieser riesige Airbus beim Start gut 7,5 mal so schwer wie ein voll beladener A320. Tja. Und ein bisschen Schuld daran hat natürlich auch die ganze Menge Sprit, die in dem A380 drin ist. Das sind maximal 328.540 Liter Kerosin. Damit kann man erstens gut 6.500 Mal ein Auto tanken und es sind 90.000 Liter, nur damit ihr den Vergleich wieder habt, 90.000 Liter mehr als in den Tanks einer Boeing 747-8. Damit ist eine Reichweite von über 15.000 Kilometern möglich und die maximale Sitzplatzanzahl, das was den A380 dann wirklich zum größten Passagierflugzeug der Welt macht, ja, maximal 868 Sitzplätze gehen rein und ihr merkt schon, egal in welchem Quartett mit dem A380 habt ihr eigentlich überall den Trumpf. Singapore Airlines bekam als Erstbetreiber des Fliegers den Airbus A380 im Jahre 2007. Mittlerweile, nach etwas mehr als 10 Jahren, haben sie die 5 ersten Maschinen, die sie bekommen haben, schon wieder ausgemustert. Einer von diesen A380 fliegt mittlerweile als erste gebrauchte Maschine bei der Fluggesellschaft HiFly. Alle anderen kriegt man nicht so wirklich bei anderen Airlines unter. Und deswegen sollen jetzt 2 von diesen Flugzeugen nach gerade mal 10 Jahren im Einsatz schon wieder verschrottet werden. Beziehungsweise schöner gesagt, sie werden auseinandergebaut und wieder verwertet. Und das deutet ja schon mal darauf hin, dass der A380 für Airbus kein wirklicher Erfolg war. Die zivile Luftfahrt hat sich einfach in eine andere Richtung entwickelt, Stichwort Point-to-Point, und macht den A380 damit nur auf wenigen Strecken wirklich rentabel und vernünftig einsetzbar. Man kann darauf hoffen, dass die Zeit des A380 noch kommen wird, vielleicht kommt sie aber auch nicht. Aber dazu morgen nochmal mehr. Gut 330 Bestellungen konnte Airbus jetzt in den ganzen vergangenen Jahren für diesen Flieger einsammeln. Über 160 Bestellungen kommen allein von Emirates, wahrscheinlich eine der wenigen Fluggesellschaften, die ihre Flotte wirklich auf diesem Flugzeugtypen aufbauen. Und Airbus wird jetzt noch knapp 100 A380 bauen und ausliefern müssen. Neben der Fluggesellschaft Emirates bekommt auch All Nippon Airways aus Japan noch einen neuen A380. Lange Zeit musste man sich die Frage stellen, ob der Flugzeughersteller Airbus wirklich irgendwann mal ein bisschen Geld mit dem Flieger verdienen wird. Man hat da immer so die Grenze von 250 Auslieferungen genommen, um diese 12 Milliarden Entwicklungskosten wieder reinzukriegen. Aber diese Grenze hat sich in den letzten Jahren immer weiter nach oben verschoben. Es gab Auslieferungsprobleme beim A380. Man hatte da viele Probleme mit der Elektronik des Fliegers. Dann gab es sogar Probleme mit zu kurzen Kabeln im Flugzeug. Und dann gab es ja auch noch die Geschichte mit den Mikrorissen in den Tragflächen des A380. All das sorgte dann dafür, dass sich diese Grenze immer weiter nach oben verschob und irgendwann auf die 300 zuging. 2016 gab Airbus dann aber bekannt, dass man jetzt mittlerweile diese Grenze überschritten habe und Geld mit dem Flugzeug verdienen würde. Aber wie dem auch sei, man kann auf jeden Fall sagen, dass der A380 kein Riesenerfolg ist. Zumindest finanziell nicht. Er ist aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein prestigeträchtiges Projekt und sehr beeindruckend. Wieso der A380 nicht so gut funktioniert und ob er vielleicht irgendwann nochmal gut funktioniert und was es mit dem A380 Plus oder mit dem A380 Neo auf sich hat, das schauen wir uns morgen mal etwas genauer an. Also dieses Video hier wird wieder gesplittet in 2 Teile. Ich versuche das Ganze noch heute für euch fertig zu machen, denn morgen bin ich wieder als Flugbegleiter unterwegs. Deswegen, ich hoffe mal, dass morgen das Video kommt. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Ansonsten soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und tschüss.